Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung von Academia Superior zum Thema: Wie können wir Spitzenkräfte, wie können wir Talente gewinnen, auch in unser Land holen? Ein Thema, das uns auch als Wirtschaftsstandort sehr intensiv beschäftigt, und in diesem Zusammenhang stellen wir heute ein paar interessante Fragen. Inwiefern spielt hier zum Beispiel ein Thema wie Lifestyle eine Rolle? Und wir dürfen das heute hier im Audimax der FH Hagenberg tun, aus gutem Grund, nicht nur weil das eine besondere Symbolik ist, auch im Sinne eines Leuchtturms, was die Ausbildung betrifft, sondern auch aufgrund der Vortragenden und der Referenten, die zu diesem Thema Stellung nehmen werden. Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns schon seit längerer Zeit mit dem Thema, wie wichtig sind, jetzt sage ich es einmal in einem wissenschaftlichen und wirtschaftspolitischen Kontext, weil es irgendwie nicht gut klingt, aber es ist halt so, der Fachterminus Humanressourcen. Welche Rolle spielt das auch für die Entwicklung eines Standortes wie Oberösterreich? Und ich glaube, wir sind uns einig, dass es die Potenziale und die Kreativität und die Fähigkeit der Menschen ist, die letztlich auch dieses Land Oberösterreich weiterbringen. Wir wissen, dass wir erstens nicht ein sehr großes Land sind, dass wir auch nicht gesegnet sind mit großen Rohstoffvorkommen, Erdöl, seltene Erden oder derlei Dinge. Wir sind auch nicht der größte Absatzmarkt, den man sich vorstellen kann, aber wir haben einen großen Vorteil. Wir haben exzellente, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben viele Talente. Das heißt also, Hirnschmalz ist unser Rohstoff. Daher ist es auch klar, dass wir auch in einer wirtschaftspolitischen Agenda diesem Thema eine hohe Bedeutung beimessen. Und die Frage, die sich in diesem Zusammenhang sehr oft stellt, ist: Wie schaffen wir es, gerade in der heutigen Zeit ausreichend gute, qualifizierte Menschen auch für den oberösterreichischen Standort zu gewinnen, selbst auszubilden, aber auch sie anzuziehen, auch durchaus aus anderen Ländern? Wir wissen, dass unsere Bilanz, unser Saldo mittlerweile ein negativer ist, dass also der Brain Drain, wie es so schön heißt, den Brain Gain überwiegt, leider. Und das ist in der Tat auch durchaus ein Nachteil, den man als Standort haben kann. Und in diesem Zusammenhang müssen wir uns die Frage stellen: Was können wir tun, um Spitzenkräfte zu gewinnen? Was können wir tun, um Talente auch zu binden und zu halten am Standort? Wenn Sie sich beispielsweise die Universitäten in Oberösterreich anschauen, wir haben ungefähr so 30.000 Studentinnen und Studenten aus Oberösterreich, aber die meisten gehen woanders hin, nur 40% studieren in Oberösterreich. Bei den Fachhochschulen ist das ein bisschen anders, da sind es mehr als 2/3 von den Fachhochschülerinnen und Hochschülern, die in Oberösterreich sind und bleiben. Und umgekehrt nur 10% ausländische Studenten. Das ist eigentlich mindestens schade. Wir würden uns wünschen, dass wir mehr bekommen von Interessierten, die in Oberösterreich beispielsweise studieren und auch später dann hier arbeiten wollen. Es gibt Modelle auch für Spitzenkräfte, beispielsweise die Rot-Weiß-Rot-Card. Was glauben Sie, wie viele solche Spitzenkräfte mit der Rot-Weiß-Rot-Card nach Oberösterreich kommen, Jahr für Jahr? Es sind ungefähr 700 pro Jahr. Also eine nicht berauschende Zahl. Und anhand dieser Daten, glaube ich, lässt sich das Problem sehr gut illustrieren. Und daher stellen wir uns die Frage: Was können wir noch tun? Wie können wir auf der einen Seite unsere internationale Sichtbarkeit verbessern und erhöhen? Und wie können wir vor allem
dafür sorgen, dass immer mehr Menschen, gerade auch jüngere Menschen, es spannend finden, es interessant finden und es attraktiv finden, nach Oberösterreich zu kommen, in Oberösterreich zu lernen oder zu studieren und dann in Oberösterreich auch zu arbeiten. Denn die, die woanders hingehen, die kommen manchmal nicht mehr zurück und sehr oft nicht mehr zurück. Und das ist Teil der ganzen Problemstellung. Und was Lifestyle mit einer solchen Strategie zu tun haben könnte, darüber werden wir uns heute ein bisschen unterhalten. Denn wir wissen schon, dass wir grundsätzlich ein Land sind mit einer sehr hohen Lebensqualität. Wer viel herumkommt in der Welt, der wird das bestätigen. Aber was werden die besonderen Dinge sein, die es attraktiv machen, die es spannend machen, die es unverwechselbar machen, damit Menschen hierher kommen? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, denn eines lässt sich nicht leugnen. Die Triebfeder für Innovation und für die Weiterentwicklung des Standortes und des Landes sind diese Menschen mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Begabungen, mit ihren Talenten und mit ihrer Kreativität. Und unser Ziel muss natürlich sein, dass es ein Brain Gain am Ende des Tages ist, den Oberösterreich verzeichnet und dass mehr Potenzial angezogen wird, als wieder von Oberösterreich weggeht. Ich weiß schon, in einem Land, wo fast Vollbeschäftigung herrscht, selbst in schwierigen Zeiten, vielleicht haben Sie es gehört, sind die neuen Arbeitsmarktzahlen erschienen. Oberösterreich hat 5% Arbeitslosigkeit im November, wieder das Bundesland mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Wir haben 625.000 Menschen, die im Erwerbsleben stehen, eine unglaubliche Zahl, ein Rekord eigentlich. Aber da gibt es natürlich auch eine Kehrseite. Wir haben auch viele offene Stellen, ungefähr 6.500. Solche, die nicht besetzt werden können, weil die richtigen nicht gefunden werden können. Und auch das ist eine Facette, die wir in Oberösterreich spüren. Wir haben Gott sei Dank niedrige Arbeitslosigkeit, auch wenn sie steigt, aber wir haben auch einen Mangel an hochqualifizierten und an qualifizierten Menschen, die durchaus auch dafür sorgen könnten, dass wir noch mehr Wachstum, noch mehr Innovation, noch mehr Entwicklung am Standort Oberösterreich gewährleisten könnten. Damit wollte ich einfach einmal das Thema aufspannen. Ich darf jetzt Werner Bamminger hier herausbitten. Wie gesagt, heute ein besonderer Tag für ihn persönlich, aber ich bedanke mich nochmal auch für die gute Kooperation und die Zusammenarbeit mit der Clusterland, die mit uns gemeinsam heute auch hier die Veranstaltung ausrichtet. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön, Herr Landesrat, lieber Michael, geschätzte Fest- und Ehrengäste. Ich bedanke mich auch bei der Academica Superior, dass wir mittlerweile wirklich jahrelang, darf man ja nach 3 Jahren, glaube ich, sagen, im Thema Humanressourcen hier schon zusammenarbeiten. In der Clusterland haben wir in Summe ca. 1.900 Unternehmen mit ungefähr 260.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir hier im Innovationsprozess betreuen. 65% davon sind klein- und mittelständische Unternehmen, beziehungsweise haben so im Kern zwischen 50 und 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das sind jene Unternehmen, die natürlich keine internationalen Headhunter anwerben können, um dann im großen Teich der High Potentials und jener Talente zu fischen, von denen hier auch schon gesprochen worden ist. Da geht es sehr, sehr stark darum, Profilbildung zu bilden. Da geht es darum, auch entsprechende Profilierung hier in der Region und in den Themenbereichen, in den Branchen, in denen wir stark sind, auch zu fischen.
Und das versuchen wir auch jetzt doch schon einige Jahre und, glaube ich, durchaus nicht unerfolgreich mit den verschiedensten Projekten im Humanressourcen-Netzwerk. Läuft jetzt gerade Buddy Network Pro, ein sehr strukturierter Prozess, um hier auch die Integration von internationalen Spitzenkräften in der Region, im sozialen Umfeld hier auch zu ermöglichen und zu erleichtern, weil das haben wir schon auch gesehen, das ist das Entscheidende, sie hier herzuholen, ist der eine Schritt, aber sie hier auch behalten und langfristig zu integrieren, das ist schon auch eine zweite Geschichte. Ein paar dieser, glaube ich, sehr langfristig auch gut integrierten Personen werden Sie heute noch kennenlernen. Wir haben versucht, dieses Veranstaltungen, dieses Projekt sehr, sehr praxisnahe und mit sehr, sehr vielen auch sehr persönlichen Lebensgeschichten und Beispielen anzureichern, um Ihnen vielleicht einen Einblick und einen Zugang dazu zu geben, wie es vielleicht funktionieren könnte, weil Landesrat Michael Strugl hat schon gesagt, es gibt natürlich durchaus einiges, was es zu bedenken gibt. Wir sind keine Metropolregion, die sofort am Radarschirm hier auch von internationalen Experts auftaucht. Aber, und ich glaube, und damit möchte ich auch schon jetzt zum Schluss kommen, ich glaube, es hat einen guten Grund, dass wir hier auch in Hagenberg heute hier sind. Und mir ist ja gesagt worden, ich weiß das nicht, ob das stimmt, aber Professor Buchberger kann das ja sagen, dass es in gewissen IT-Kreisen im Internet, wenn es um Linz geht, als jene Stadt bezeichnet wird, die in der Nähe von Hagenberg liegt. Und das ist schon irgendwo so das Thema der regionalen Profilbildung und des sehr, sehr starken Zuspitzens auf einen Themenbereich. Und so wie Hagenberg für IT steht, so kann und wird Oberösterreich zunehmend mehr für seine sehr starken Bereiche und Wirtschaftsbereiche stehen. Was und wie das Personen konkret betreffen kann. Ich glaube, da haben wir ein interessantes Programm geschnitzt. Ich wünsche Ihnen interessante, spannende Veranstaltungen, Gespräche und freue mich schon auf Ihr Kommen. Dankeschön. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Geiblinger, ich bin der Leiter des Netzwerk Humanressourcen und ich freue mich sehr, Sie heute Abend im Namen von Academia Superior begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank, dass wir diese Veranstaltung auch mit Ihnen gestalten dürfen. Und wie Sie eingangs schon gehört haben, das Asset von Oberösterreich ist das Hirnschmalz. Das ist das Know-how unserer Mitarbeiter, ist das Wissen unserer Fachkräfte und das Wissen unserer Kollegen und Kolleginnen, vor allem auch der Schüler und Studentinnen, die im Arbeitsleben aktiv sind bzw. aktiv werden. Es ist aber nicht nur die Frage, wie man diese Fachkräfte in Oberösterreich oder diese Spezialisten und Expertinnen in Oberösterreich hält, sondern auch die Frage, wie man diese Menschen nach Oberösterreich locken kann und wie man sie für den Standort Oberösterreich, für den Lebensmittelpunkt Oberösterreich begeistern kann. Wir stellen uns also die Frage, was macht einen Standort attraktiv? Was suchen Talente in ihrem Arbeitsplatz und was suchen Talente an ihrem Wohnort? Beziehungsweise, wenn man über internationale Spitzenkräfte auch spricht, was suchen denn auch erfahrene Manager in ihrem Job und was hoffen sie zu finden, wenn sie nach Oberösterreich ziehen? Wir werden diese Fragen heute mit einer bunten Runde von Experten und Expertinnen, von Talenten, von internationalen Spitzenkräften und auch Rückkehrern diskutieren. Und bevor es losgeht, möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen. Es ist ja so, dass wenn man schon mal die Gelegenheit hat, 150 Gehirne, Hirnschmalz in einem Raum versammelt zu haben, möchte man das natürlich auch anzapfen. Sie finden vor sich einen Block und einen glänzenden Kugelschreiber und ich darf Sie ersuchen, uns ein bisschen zu unterstützen. Wir sind natürlich daran interessiert, was Sie zum Thema Lifestyle in Oberösterreich denken. Welche Ideen, welche Gedanken kommen Ihnen als erstes zu diesem Begriff? Was wünschen Sie sich für Oberösterreich und in Oberösterreich? Und ich möchte Sie bitten, Ihre Ideen niederzuschreiben und dann beim Ausgang in der goldenen Box zu platzieren. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Und ich darf nun zum ersten Programmpunkt kommen. Ich freue mich sehr für den Eröffnungstag, zwei Persönlichkeiten zu mir auf die Bühne zu bieten, die uns einleiten zu diesem Thema, einen kleinen Überblick geben wollen und ihre Sichtweisen präsentieren wollen. Bitte begrüßen Sie mit mir Frau Magister Margit Bencic, Human Resource Managerin bei MIC Custom Solutions, ist ein Zoll Management, ist ein Softwarehaus, das Zollmanagementlösungen für große Konzerne anbietet, ist weltweit tätig, hat 200 Mitarbeiterinnen, davon 170 im Headquarter in Linz, also ein kleines internationales Unternehmen. Herzlich willkommen, Margit Bencic.
Weiters darf ich begrüßen Herrn Diplom-Ingenieur Jochen Behrens, Director Innovation Headquarters Linz und Innotech Operational Support der Borealis. Borealis ist ein Unternehmen mit 6.200 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz, wir nehmen die 2012er Zahl, von 7,3 Milliarden Euro. Borealis bietet an Polyolefine, das ist der Basisstoff für Kunststoff, für Verpackungsmaterialien beispielsweise, Base Chemicals und Düngemittel. Das Headquarter ist in Wien, allerdings hat die Borealis das Innovation Headquarter seit ein paar Jahren in Linz. In Linz arbeiten im Entwicklungszentrum über 450 Experten und Expertinnen aus aller Welt, 30 Länder konkret, Julie International also. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Margit, ich habe vorher gerade gesagt, ihr seid ein Unternehmen, das in Österreich beheimatet ist, Niederlassungen in Deutschland hat, in den USA, in der Schweiz und im Endeffekt Kunden in 45 Ländern betreut. Das heißt, und in der IT noch dazu, das heißt, es ist eine sehr schnelle Branche und auch eine sehr internationale Branche. Aus Sicht dieses Unternehmens, du bist Personalleiterin dort, was sind für dich nun Young Talents, was sind für dich junge Talente? Also, ich hätte hier eins gehabt. Also schönen guten Abend auch von meiner Seite. Junge Talente, wir verstehen unter jungen Talenten, also wenn ich es einmal losgelöst sehe von der MEC, junge Menschen, die sich gerne einbringen, die gerne sich engagieren, die auch querdenken möchten und sich das auch trauen und ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz, die schon halbwegs entwickelt ist, mitbringen. Natürlich braucht es dann irgendwo eine fachliche Grundlage, was immer das ist. So würde ich mir die vorstellen. Okay, wo findet man diese Personen? Sind die vor der Haustüre oder sind also, die leicht zu finden? Wenn wir davon ausgehen, wo finden wir, die MEC, diese Personen, zum Glück noch immer sehr weit oder sehr, sehr gut in der Region. Das heißt, wenn ich Region sage, dann meine ich Oberösterreich, Randgebiete von Niederösterreich und auch Salzburg. Wir haben das Glück, dass es großartige IT-Ausbildungseinrichtungen gibt hier in Oberösterreich, von HTLs über eben die FH Hagenberg, die wir sehr schätzen, und über die JKU. Das heißt, das gelingt uns noch sehr gut und wir haben im letzten Jahr 31 IT-Experten und Expertinnen am Standort Linz alleine aufgenommen. Die haben wir gefunden. Also es gibt sie noch. Es gibt sie noch, aber man muss sich sehr bemühen. Das heißt, wir arbeiten sehr intensiv mit diesen Ausbildungseinrichtungen zusammen, sind auch permanent präsent auf dem Jobmarkt. Also das heißt, man muss sehr, sehr viel mehr tun als früher noch. Und wir haben auch angefangen, über die Rot-Weiß-Rot-Card Leute zu integrieren, was den großen Vorteil bietet, dass man dieses Verfahren sehr gut auch überblicken kann von der zeitlichen Seite und auch abschätzen kann, ob ein Verfahren einen Sinn macht. Also das heißt, es gibt ganz klare Regeln und ganz klare Punkte, die erfüllt sein müssen, damit ein solches Verfahren funktioniert. Und da greifen wir eher auf Leute zurück, die schon hier in Oberösterreich zum Beispiel an der FH Hagenberg oder an der JKU studieren und sozusagen eine gewisse Integration schon mitbringen. Weil unsere Verantwortung sehen wir gerade als Arbeitgeber sehr hoch. Also wir haben uns schon angeschaut, auch von draußen Leute, das heißt außerhalb Österreichs und außerhalb des EU-Raums, junge IT-Kräfte reinzuholen, da sind wir eher wieder zurückgeschritten, alleine so aus zwei Gründen. Das eine war Deutsch. Die Sprachkenntnisse. Die Sprachkenntnisse, die wir brauchen für die Integration. Und das zweite ist, es entspricht nicht unbedingt unserer nachhaltigen Personalpolitik, sozusagen da jemanden reinzuholen, wo wir uns vielleicht nicht ganz sicher sind, ob das auch passen kann. Also vielleicht kommt das noch. Das Thema der Veranstaltung ist Lifestyle in Oberösterreich. Du hast mir vorher gesagt, du hast auch ein bisschen bei dir in der Firma schon herumgefragt. Was ist denn rausgekommen? Was bedeutet Lifestyle für dich bzw. auch für deine Kolleginnen? Also ich war etwas überrascht. Ich habe wirklich mit ein paar jungen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und die haben mir gesagt, eigentlich war die Entscheidung nach Linz zu gehen, und das waren unterschiedliche, also einerseits Österreicher, Österreicherinnen, die von einem anderen Bundesland kommen und andererseits auch wirklich Leute aus EU-Drittstaaten,
Die haben gesagt, es war das Wichtigste, dass der Job interessant ist, die Firma Perspektiven bietet, nämlich Entwicklungsperspektiven. Und ja, der Rahmen muss auch stimmen. Das heißt, also es braucht sozusagen Freizeitangebot und kulturelles Angebot, klarerweise. Das heißt, ein urbanes Gebiet hat schon seine Vorteile. Ich denke da jetzt an viele Bemühungen von Firmen aus, ich habe jetzt im Kopf, Innviertel, die sich sehr viel schwerer tun, weil die Rahmenbedingungen dort halt andere sind. Ja, und dazu kam auch noch, und das ist, das höre ich immer wieder, dieses Thema, wie komme ich zur Arbeit, muss ich lange im Stau stehen oder nicht, kann ich vielleicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen? Also schon auch so diese ökologische, dieses ökologische Gewissen. Also Lifestyle, ja. Sehr, sehr mannigfaltig, sehr breit gestreut. Sehr mannigfaltig. Ja, ja, also es hat schon einen Riesenvorteil, ein Unternehmen in einer Stadt, also wenn ein Unternehmen in einer Stadt positioniert ist, weil es da einfach viele, viele Möglichkeiten gibt. Wunderbar, herzlichen Dank. Vielleicht darf ich dann Herrn Behrens überleiten. Herr Behrens, Sie engagieren sich sehr intensiv auch für dieses Thema Internationalisierung der Standorte des Oberösterreichs, unterstützen auch Internationals und haben sich beispielsweise auch bereit erklärt, als Mentor im Body Network Pro das Netzwerk Humaneswissen mitzumachen. Also ich glaube, Sie kennen die Fragestellungen. Vielleicht anschließend an die Worte von Frau Bencic. Was braucht es in Oberösterreich und in Linz noch aus Sicht von einem weltweit tätigen Hightech-Konzern, der ja auch dann sag ich mal, die Vergleiche zwischen den Standorten ziehen kann? Also zunächst mal braucht es ein verstärktes Standortmanagement. Ich gebe Ihnen die Story, als ich vor etwas mehr als 4,5 Jahren nach Linz kam, Werner lacht, war für mich Linz eine Stadt, die hat ein Stahlwerk, die Stadt liegt an der Donau und es gibt einen guten Kuchen, der über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Allzu viel mehr wusste ich über Linz nicht. Es gab auch keinen Stadt- oder Reiseführer über Linz zu kaufen, dass ich mich da mal hätte etwas schlau machen können. Das heißt also, Linz hat so viele Vorzüge, sprich für jemand, der gerne in die Berge geht, der die Seenlandschaft genießt, der gern in der näheren Umgebung Ausflüge macht, ist ein Standort, der ist einfach prädestiniert. Und der hat unheimlich viel zu bieten. Und das weiß man natürlich erst zu schätzen, wenn man mal hier gelandet ist. Das heißt also, um Ihre Frage zu beantworten, ich denke, da muss man mehr tun, um dieses Standortmarketing zu betreiben. Ich weiß auch, dass die TMG das aufgegriffen hat, dass da Dinge passieren. Was noch passieren muss, ist, dass mit den Leuten, die wir hier anziehen wollen, das sind Fach- und Führungskräfte, und bei uns sind etwa ein gutes Viertel der etwa 470 Mitarbeiter in unserem Innovation Headquarters haben einen, so wie ich auch, einen Migrationshintergrund, nämlich die kommen aus 30 Ländern. Das heißt, diese Leute kommen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und kulturellen Ansprüchen hierher. Die Menschen, die müssen irgendwo hier heimisch werden. Das heißt also, wir müssen gucken, dass wir die Leute hier halten können, dass wir ihnen eine emotionale Heimat geben. Und es ist natürlich so, die Fluktuation von Menschen, die in Oberösterreich geboren sind, die hier leben, die ist nicht sehr groß. Das heißt, es hat natürlich auch keiner gewartet auf jemanden, der von draußen reinkommt, sondern wir müssen dann gucken, dass wir die Leute irgendwo integriert kriegen. Und ich weiß, da gibt es ganz tolle Initiativen auch von der Industriellen Vereinigung, der TMG, die das Thema aufgegriffen haben, dankbar aufgegriffen haben und etwas anbieten. Und darüber hinaus natürlich, das sind für mich die zwei Kernthemen eigentlich, und darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass man von Linz auch irgendwelche anderen Orte erreichen kann. Wenn ich heute nach Finnland muss oder nach Schweden muss oder sonst wohin muss, ich bin 8 Stunden unterwegs, habe mitunter recht lange Wartezeiten in Wien oder in Frankfurt. Ich denke mal, da sollte man ran. Ich meine, das ist natürlich eine Henne- und Ei-Situation, aber ich denke, da muss man forciert dran arbeiten. Und sonst hat Linz alles, was Leute anziehen kann. Es gibt eine Restaurantszene, die Stadt ist lebendig, es gibt ein Kulturangebot, das sich überhaupt nicht verstecken kann. Vielleicht nicht im Wettbewerb mit Wien, aber durchaus mit Städten dieser Größenordnung sehr, sehr attraktiv. Und Linz hat was. Es gibt hier eine Luft, die man atmen kann, was man nicht für alle Ballungsgebiete dieser Welt sagen kann. Also ich denke, die Dinge, die Kriterien sind erfüllt.
Bekanntheitsgrad. Man muss drüber reden. Richtig. Richtig, richtig. Tue Gutes und rede drüber. Ja, genau, genau. Klotzen statt kleckern. Danke. Eine Folgefrage wäre natürlich auch, also Sie haben jetzt gerade gesprochen, Linz hat eigentlich alles und bietet alles. Man muss halt mehr drüber reden, muss es besser zeigen. Verkehrsanbindung haben Sie auch angesprochen. Aber das Thema von heute ist eben auch dieser Urban Lifestyle. Was verstehen Sie persönlich unter diesem Thema Urban Lifestyle? Und ist es für jemanden wie Sie auch, der in großen Städten auch gelebt hat und gearbeitet hat, ist das ein Kriterium? Es gibt ja bekannterweise gute Fragen und weniger gute Fragen. Also die guten Fragen, das sind die, die ich sofort beantworten kann. Und das war eine weniger gute, da musste ich echt grübeln. Ja. Aber ich sag mal, was bedeutet für mich selbst ein Urban Lifestyle? Was erwarte ich von einer Stadt? Ich habe es vorhin schon gesagt, also die, wenn ich in der Stadt lebe, dann erwarte ich natürlich, dass in der Stadt ein Netzwerk von öffentlichen Verkehrsmitteln da ist, das ausgebaut ist, das zu jeder Tageszeit irgendwo auch in einem geringen Takt folgen, mich meine Ziele erreichen lässt. Ich habe über das Kulturangebot gesprochen. Das ist etwas, was mich an einer Stadt anzieht. Was mich anzieht, sind die vielen Sportmöglichkeiten. Entweder Skifahren oder Golfspielen oder Radwandern oder Bergwandern. All das ist hier möglich in relativ kurzen Entfernungen. Ich lebe aber trotzdem gerne in der Stadt und habe gerne die Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Ich meine, das ist das, was für mich ein Urban Lifestyle mit Fluchtmöglichkeiten in die Natur ausmacht. Also die Kombination. Wie geht es Borealis jetzt per se dem Unternehmen mit, ich sage mal, 450 Mitarbeitern, über 450 in Linz? Wie geht es diesem Unternehmen mit der Suche nach Experten? Sie suchen hochqualifizierte Menschen, dem Finden und vor allem dann auch dem Binden dieser Leute in Oberösterreich. Dann haben wir zunächst mal bei Borealis am Standort etwa 1200 Mitarbeiter, wovon etwas über 470 im Innovation Center sind. Wir haben natürlich enorm Schwierigkeiten gehabt in den Jahren 2008 bis 2011, als wir also recht viele Mitarbeiter von überall in der Welt versucht haben, hier nach Linz zu bringen, weil wir einfach auf dem österreichischen Arbeitsmarkt diese Experten, der Landesrat Strugel hat es gesagt, einfach nicht so leicht gefunden haben, weil die Pipeline einfach trocken ist. Wir hatten Schwierigkeiten, die Leute hierher zu holen, weil eben Linz nicht bekannt ist. Wir hatten Schwierigkeiten, die Leute hierher zu holen, weil sie nicht wusste, was sie erwartet in dieser Umgebung. Weil jetzt erst ich feststelle in Österreich eine sehr große Bestrebung, sich zu öffnen, proaktiv solche Leute herzuholen. Das waren schon Schwierigkeiten, die wir hatten, und vor allen Dingen hatten wir große Schwierigkeiten, die Leute auch hier zu halten. Denn wenn die Leute sozial nicht landen, das heißt also ohne Sozialkontakte hier sind, isoliert für sich leben, außer ihren direkten Kollegen eigentlich kein Umfeld sich aufbauen konnten, dann wird es schwierig. Und wenn dann, sagen wir mal, Partnerin oder Partner nicht den adäquaten Job findet hier, dann wird es nochmal schwierig. Und auf diese Weise haben wir schon einige Leute wieder verloren, die nach 2 Jahren wieder weggezogen sind, entweder in ihr Heimatland oder in eine andere europäische Metropole. Und es tut natürlich weh, denn bis ein Mitarbeiter oder auch ein Experte so richtig greift, bis er richtig in seinem neuen Umfeld Leistungen abliefern kann und sich wohlfühlt und auch sicher ist, das dauert eine gewisse Zeit. Und natürlich ist das natürlich ein Investment, das wir gerne auch positiver hätten umsetzen können. Wunderbar. Also man findet sie, das Binden, man engagiert sich, und vor allem der soziale Faktor ist ganz, ganz wichtig. Wunderbar. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Margit Bencic, Jochen Behrens. Danke sehr. Der nächste Programmpunkt bringt uns zu jemandem, den man mit gutem Recht als Talent beschreiben kann. Ich habe mir seine Website angeschaut, da steht oben drauf Mathematiker, Musiker, Manager. Ich habe ihn selbst schon Klarinette spielen gehört. Er hat seine eigene Band, trägt 6 Ehrendoktorate von Universitäten in den USA, Europa und Asien, hält Vorträge von Kambodscha über Indien bis nach Wien. Das heißt, wirklich auch weltweit unterwegs, und ist Erfinder der Theorie der Krögner-Basen, die in mathematischen Softwarelösungen Anwendungen finden. Er meint, nicht nur das Halten von Spitzenkräften ist in Zukunft entscheidend für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich, sondern vor allem das Holen, das erfolgreiche Holen von internationalen Spitzenkräften nach Oberösterreich wird die große Herausforderung werden. Ein attraktiver urbaner Lifestyle ist dafür notwendig, und ich bin schon sehr gespannt, was er uns heute zu diesem Thema erzählen wird. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Bruno Buchberger.
Sehr geehrter Herr Landesrat, sehr geehrte Veranstalter der Academia Superior, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich von Herzen, dass ich mit Ihnen heute diesen Abend verbringen kann bei diesem so wunderbaren Thema über die Zukunft Oberösterreichs nachzudenken, und zwar eben in einem ganz besonderen wichtigen Aspekt, und das sind die Leute, die in Oberösterreich leben, das sind wir selber, aber das ist vor allem die Frage, wie wird unser Land in Zukunft sich zusammensetzen aus den Leuten, die hier derzeit wohnen und den Leuten, die zu uns kommen. Und das ist das Thema heute, und die Veranstaltung heißt ja Oberösterreich, wie bringen wir junge Talente nach Oberösterreich, und ich möchte dieses Thema mit lauter Fragezeichen beginnen. Und das ist eben die Frage: Oberösterreich, sind wir jung, sind wir ein junges Bundesland, eine junge Region, sind wir attraktiv und sind wir talentiert? Und die Vorredner, es war alles sehr interessant und natürlich lauter wichtige Dinge. Ich möchte nur eins herausgreifen, was mich besonders berührt hat, was der Herr Kollege Behrens gesagt hat. Er hat gesagt, Linz ist eine Stadt, wo man atmen kann. Eine gute Luft. Und das zeigt für mich, wie viel möglich ist, wenn man etwas will. Weil wie ich hergekommen bin vor im Jahr 1974 mit meiner Familie, drei Kinder im Volkswagen Käfer. Und dann sind wir aus Tirol hierher gekommen, hereingekommen. Es war auch, glaube ich, irgendwie November oder so, Nebel. Die Luft war außerordentlich schlecht. Man hat es schon gerochen, wenn man unten reingefahren ist. Und dann natürlich der typische Linzer Luft, das Smog und der Geruch. Und dann sind wir da durchgefahren und die Kinder haben gesagt, Papa, müssen wir da jetzt wirklich da herziehen? Und jetzt sagt ein Kollege, also Linz, das, was ihm sofort aufgefallen ist, ist die gute Luft. Und es ist nicht deswegen so interessant, weil Linz eine gute Luft hat, sondern weil man merkt, was ist möglich, wenn man es will. Wer hätte das vor 40 Jahren gedacht, dass Linz eine Stadt wird, wo man sagt, da gefällt es mir, weil die Luft so gut ist. Und sie ist heute besser als in Innsbruck. Sie ist besser als in Innsbruck. Ja, bei Inversionslagen, Innsbruck ist unten durch. Und deswegen habe ich mich so gefreut in Vorbereitung dieses Vortrags, also ohne das eben geplant zu haben, ist mir dieses Bild übers Wochenende ins Auge gestochen, wo ich zufällig diese Zeitung, zufällig habe ich die Welt am Sonntag, die ich sonst nicht lese, aber das ist mir sofort ins Auge gestochen, da ist der Karl Lagerfeld vorne drauf. Und eigentlich bräuchte ich jetzt meinen Vortrag gar nicht mehr zu halten. Und dieser wunderbare Slogan, das Wesentliche im Leben ist, sich neu zu erfinden. Linz hat sich neu erfunden, das ist alles super. Und natürlich, wir stehen eben immer am Anfang und wir müssen, wenn wir in die Zukunft gehen wollen, uns ständig neu erfinden. Und das ist auch das Thema des heutigen Tages oder Abends. Und natürlich, Academia Superior kann sich den Karl Lagerfeld nicht leisten. Deswegen bin ich heute als Ersatz hier und werde mich sehr bemühen, das halbwegs zu kompensieren. Ja, genau. Und so weiter. Gut. Und ich möchte in das Zentrum meiner kurzen, hoffentlich kurzen Überlegungen die Frage stellen, die mir die entscheidende Frage für die Zukunft über Oberösterreichs vorkommt: Wie attraktiv sind wir für die Jugend der Welt? Und wenn wir diese Frage heute oder in einem Jahr oder in zwei Jahren oder fünf Jahren, zehn Jahren positiv beantworten können, dann glaube ich, werden wir Oberösterreich neu erfunden haben, und zwar in einer attraktiven und für uns alle interessanten Weise. Und das ist eigentlich der Schlüsselgedanke durch meinen
meine gesamten Ausführungen. Alles Weitere wäre nur sozusagen eine Improvisation zu diesem Thema, wie man in der Musik sagt. Und ich möchte vorausschicken drei Dinge. Also erstens einmal, dass ich natürlich der Meinung bin, dass wir uns alle sehr bemühen. Alle, die heute hier sitzen, von der ersten Reihe bis in die letzte, und alle, die auch heute nicht hier sind und sich so einsetzen für unser Land. Also ich möchte das an den Anfang stellen, dass keine Missverständnisse aufkommen, wenn ich das eine oder andere vielleicht sage, was wir verbessern müssen oder wo ich gewisse Defizite sehe, dann ist es nicht gemeint als eine Kritik an dem, was heute in unserem schönen Land alles Wunderbares passiert. Aber es genügt das nicht, dass wir eben uns nur selber auf die Schulter klopfen und sagen, wir machen eh so viel. Wir müssen darüber nachdenken, was können wir besser machen. Also was immer ich heute kritisieren sollte, bitte betrachten Sie das nicht als, als eine Verweigerung dessen, dass wir hier in diesem Land besonders sehr viele Menschen haben, die sich sehr, sehr bemühen. Wir haben auch sehr viel erreicht. Und deswegen, wenn ich eben spreche über das, was wir noch nicht erreicht haben, dann möchte ich gleich vorschicken, also natürlich ist mir das klar, dass wir viel erreicht haben, vor allem in den letzten 40, 30, 20, 15, 10 Jahren, wie das Beispiel mit der Luft zeigt. Aber wir haben viele andere Dinge erreicht, die vor 15, 20 Jahren undenkbar waren. Und außerdem möchte ich noch sagen, dass was immer ich hier vorschlage heute, dass ich eben kein Theoretiker bin, sondern alles das, was ich vorschlage, habe ich versucht, auch selber zu machen. Natürlich ist nicht vieles davon sichtbar, aber ich habe mich immer bemüht, diese Dinge, die ich heute predige, wie heute gesagt wurde, dass ich das versucht habe, ohne lang zu fragen, ob erstens ich das darf, zweitens, ob es möglich ist, und manches wird dann möglich. Ich möchte also zuerst ein paar Probleme aus meiner Sicht aufzeigen in Oberösterreich, die natürlich genauso die anderen Bundesländer haben und viele Regionen haben. Und ein Problem ist das, was sie uns eben sehr stark auf die Schulter klopfen immer und sagen, wir sind in Österreich die Besten, entschuldige für was, wir haben die geringsten Arbeitslosenzahlen und so. Das ist alles super, aber wir müssen natürlich genauso heute die Zeichen der Zeit wahrnehmen. Und das sind ernste Zeichen, die eben deuten darauf hin, dass wir die Ärmel gewaltig hochkrempeln müssen, wenn wir in diesem Ranking, was immer das für ein Ranking ist, vom Platz, weiß ich, 67 waren wir irgendwie bei den EU-Regionen, auf einmal in 4 Jahren jetzt nur mehr auf 110 sind, das muss uns zu denken geben, da muss irgendetwas passiert sein und da müssen wir darüber nachdenken, wie können wir das verbessern, damit wir wieder hinaufkommen in die Mittellage und vielleicht sogar weiter nach vorne. Und immer wenn ich hier heute sage, Schulterklopfen nicht, machen wir jetzt, statt die Zeichen zu deuten, meine ich natürlich Folgendes. Diese Stadt sollten Sie immer lesen als sowohl als auch. Selbstverständlich müssen wir uns auf die Schulter klopfen, um uns selber Mut zu machen, aber gleichzeitig genauso wichtig ist mir, dass wir ganz cool und ohne Selbstbetrug analysieren, was alles nicht läuft und wo wir noch gewaltigen Aufholbedarf haben. Also sowohl als auch. Der Stadt sollte stehen für sowohl als auch. Ich schreibe nur deswegen Stadt, weil es sozusagen beim Marketing etwas mehr Gas gibt. Ja? Zweitens Nabelschau. Ja, Nabelschau, wir schauen nach innen. Wir schauen sehr oft nach innen. Wir schauen zum Beispiel auf die Frage, wie können wir die oberösterreichischen Maturanten motivieren, an der JKU zu studieren. Da sage ich, das ist prima. Natürlich mit der Frage müssen wir uns befassen, weil sonst sind wir keine gescheite Universität. Aber das ist meiner Meinung nach nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist genau die gegenteilige. Wie bringen wir an die Universität Linz und an unsere Fachhochschulen die Jugend der Welt hin? Und dann wird automatisch, das werden Sie sehen, wenn wir die Jugendlichen aus der Welt hinbringen und dort eine internationale Atmosphäre herrscht, dann werden automatisch die Oberösterreicher mehr interessiert sein, in Linz zu studieren. Und außerdem, es kann uns dann ziemlich gleich sein,
weil es werden dann die Wiener zu uns kommen, studieren. Also es ist einfach eine Verrückung des Gesichtspunkts. Also wenn wir nur drauf schauen und das als ein Problem sehen, dass die oberösterreichischen Studenten nach Wien gehen, finde ich überhaupt kein Problem. Junge Leute sollen hinausgehen, das ist super für die, das ist super für die Wiener. Nur wenn es dann umkehrt, natürlich keine gibt, die zu uns kommen, dann haben wir ein Problem. Und es geht heute nicht einmal um das Brain Gain und Brain Drain. Freilich, das ist auf einen kurzen Nenner gebracht, das ist ein Problem. Vor allem für die Regionen, die eben einen starken Brain Drain haben und keinen Brain Gain. Sondern in der heutigen Welt geht es darum, dass wir durchmischen, dass wir durchmischen, dass wir eine interessante, vibrierende Atmosphäre auf der ganzen Welt generieren. Und wer dort eben zu wenig Kraft hat an Attraktivität, jawohl, der wird zurückfallen, das ist klar. Aber es ist nicht ein Wegnehmen den anderen und an uns ziehen, das kann auch gar nicht aufgehen. Weil warum sollen die Rumänen oder weiß ich, Region Timișoara, mit der wir zum Beispiel eine super Kooperation haben, natürlich, die sind ja auch daran interessiert, ihre jungen Leute zu halten, die werden die nicht einfach zu uns schicken, wenn dafür nicht irgendein Austausch passiert. Also die globale Orientierung und diese, sagen wir immer, Betrachtung Oberösterreich, das ist einfach zu klein und zu beschränkt. Und vor allem, wenn das dann einhergeht mit solchen Marketingansagen, dass wir sagen, bitte kommst zu uns an die JKU, studieren oberösterreichische Maturanten, weil wir haben so wenige Studenten in den MINT-Fächern. Die MINT-Fächer sind die Fächer, die für die Innovation der Zukunft verantwortlich sind, die Mathematik, die Informatik, die Naturwissenschaft und die Technik, wie man sagt. Und dann sagt man zu den Leuten, kommst nach Linz zu studieren, weil in den MINT-Fächern haben wir ein solches Defizit, dass unser Verhältnis von Professoren zu Studenten so ausgezeichnet ist, es ist dreimal besser wie in Wien. Das ist natürlich die falsche Ansage. Da würde ich mir als Junger, selbst wenn ich vorher nach Linz gegangen wäre, hätte ich mir dann überlegt, na Moment, also da gehe ich natürlich nicht hin, ich gehe nach Wien oder nach Kairo. Bürokratie statt Kreativsupport. Also bei aller Liebe zu all diesen Organisationen, die wir inzwischen in Oberösterreich aufgebaut haben, ist ein großer Fortschritt und wie immer, ich schätze das alles und es ist keine Schlechtmacherei, vor allem Schlechtmachen ist heute unpopulär, weil wissen schon, wie das da mit Herrn Leitelbaum und die Sandler und so weiter. Also muss man da sehr aufpassen. Aber man muss die Dinge beim Namen nennen und es ist klar, dass wir nach außen hin müssen wir immer sagen, wie gut wir sind. Aber nach innen müssen wir schon sagen dürfen, auch wenn manche Dinge eben schief laufen. Und ich glaube, mit der Bürokratie, das wird jetzt immer schlimmer. Also man kann hinschauen, wo man will. Man kann innerhalb der Universität schauen, man kann auch innerhalb der ganzen Transferorganisationen schauen und so weiter und so fort. Wir haben immer mehr Leute im Land, die sozusagen alles gut organisieren, aber zum Schluss wird das alles so rigide, dass die Leute, die die Innovation machen wollen, zum Schluss die Lust verlieren. Die wollen nicht mehr, weil da sind so viele Paragraphen und so viele Formulare und Zeug und ein Stage-Prozess von 1.1 bis, ich kann Ihnen das sagen, bis 73H, ne, für unsere jungen Leute, die Firmen gründen und so weiter fort, die wollen dann nicht mehr, die wollen dort nicht mehr durchgehen und so weiter und so fort. Nein, es muss uns gelingen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo wir uns alle bemühen, sozusagen dieser Kreativ-Support, wo die jungen Leute oder auch die Älteren, die Junggebliebenen, die noch irgendwas innovieren wollen, die Forscher zum Beispiel, die Anträge schreiben und so weiter und so weiter, bei der EU und bei anderen Forschungsorganisationen, wo es Geld gibt, da muss man schauen, dass man denen das leicht macht, damit sie sich auf die kreative Arbeit konzentrieren können und nicht alle möglichen sozusagen Regeln einführen, die dann zum Schluss nicht mehr exekutierbar sind. Ich mache jetzt keine Beispiele, weil sonst komme ich nicht weiter. Planspiele statt Raum für Überraschung. Das nächste ist die sehr wohl, selbstverständlich eine Region, die etwas auf sich hält, wie die unsere, muss strategische Pläne machen. Und das passiert auf der ganzen Welt. Interessanterweise am allerwenigsten in den USA.
Da gibt es kaum irgendwo einen strategischen Plan für die Forschung und trotzdem funktioniert es dort. Weil das Wichtigste eigentlich das ist, dass man in einer Region eine Möglichkeit für Überraschung schafft. Und wenn man zum Beispiel die strategischen Pläne anschaut, von also Hongkong bis Amerika, dann sieht man immer die vier gleichen Themen, auf die kommt jeder. Das ist die IT, das ist Life Science, Nanotechnik und noch sonst irgendetwas. Ja, selbstverständlich, das ist also sozusagen das Notwendige, also das muss sowieso sein. Aber die Innovationen, die passieren oft dort, wo man genau nicht plant. Und wenn Sie zum Beispiel JKU Campus los, ich muss ein bisschen Propaganda machen für meine Universität, aber die ist im Prinzip super. Wenn Sie da irgendeine Nummer aufschlagen, randomly, ja, ich habe jetzt zufällig die letzte genommen und da stehen also 4, 5 tolle Erfindungen in der Grundlagenforschung drinnen und die würden alle eigentlich fast in keinen Plan passen. Das eine ist Quantenprozesse bei Germaniumstrukturen. Passt jetzt zu keiner Firma bei uns und so weiter und so fort. Trotzdem weltberühmte Leute, die hier also weltberühmte Dinge machen. Das nächste, mit neuen numerischen Verfahren, man möchte es nicht glauben, mit mathematischen Verfahren, wird man in Zukunft dieses European Extremely Large Telescope mit Verfahren aus Linz steuern, wo das Hauptproblem also nicht nur darin liegt, dass man auf dieser Materialebene diese kleinen Spiegel alle so zusammenfasst, dass ein riesiger Spiegel entsteht, sondern der Punkt ist der, dass dort so viele Millionen so kleiner Spiegel sind, dass in jeder Position, bei jedem dieser einzelnen Spiegel, sind die Luftsäule über diesem Spiegel anders. Da kann also thermische und so weiter Änderungen sein. Und da muss man die Spiegel ständig justieren, damit das ganze Bild zum Schluss wieder ein einheitliches Bild wird. Ein ungeheuer schwieriges mathematisches Problem wurde gelöst hier in Linz. Jetzt haben wir aber hier kein Teleskop. Ja? Passt auch nicht zu, weiß ich, Polymer und was immer. Ja? Und trotzdem, das werden die Leute sehen, die in 20 Jahren vielleicht ein Forschungsinstitut machen, über das halt keiner nachdenkt. Und auch der ganze Softwarepark Hagenberg, in dem Sie hier sitzen, der war in keinem Plan. Und auch das Ars Electronica Center war in keinem Plan. Und pro Faktor, wo wir vor 3 Tagen 20 Jahre gefeiert haben, mit einer kleinen Hymne auf 4.0, die ich dem Herrn Landesrat dann noch schicken werde, weil er ist dort vorgekommen. Und 4.0, ein super Thema. Natürlich ist das ganz wichtig, das müssen wir heute machen. Und unter diesem neuen Schlagwort können wir viele Aktivitäten zusammenbringen. So wie vor 4 Jahren war es das Schlagwort Cloud Computing, dann kommt Big Data, heute ist 4.0 selbstverständlich. Das ist notwendig, dass wir dort mitmachen. Aber wo die Innovationen wirklich passieren in unserem Land, das kann vielleicht ganz woanders sein. Und die meisten dieser Schlagwörter sind ja nur kurzzeitig wieder Vermarktungsstrategien, wie man neues Geld bekommt. Das ist super, ne? Dass man immer wieder neue Vokabeln erfindet, damit man irgendwie wieder zum Geldtopf kommt, damit man irgendwas Vernünftiges forschen kann. Und 4.0, na, ist eine super Sache. Und ich habe selber mitgearbeitet damals, dass wir Profaktor erfunden haben und aufgebaut. Also ich rede nicht gegen mich selber, nur ich muss jetzt eins sagen, ich bin nach 20 Jahren da hingekommen. Gott sei Dank haben sie mich eingeladen mit meiner Jazzband eben, nicht? Weil sonst hätte ich dort keinen Vortrag halten können. Habe also einen musikalischen Vortrag gehalten und über das Thema 4.0. Und das Schockierende war, ich sage es Ihnen ehrlich, es war für mich schockierend. Ich bin jetzt 20 Jahre älter, aber die anderen sind auch alle 20 Jahre älter. Und wir sind da zusammengesessen, die Jugend, attractive for the Jugend, nicht wahr? Die jungen Talente, ja? Von 50 hinauf. Also ich kritisiere nicht, verstehen Sie mich nicht falsch, aber das ist deprimierend. Ja? Deprimierend. Notwendiges Hinausschieben, da brauche ich nicht viel zu sprechen. Die Budgetverhandlungen, die ganzen Dinge. Man hat nicht das Gefühl, wir
wir vibrieren. Es läuft wieder schon in diesen alten Bahnen, nicht? Die notwendigen Dinge werden hinausgeschoben. Wir müssen die rasch hinter uns bringen. Andere haben das zusammengebracht. Ich meine, wir sagen immer die Schweden, nicht? Vor 30 Jahren haben wir auch gesagt, die Schweden, die soziale Revolution und so weiter. Ich glaube, die haben uns was vor, andere schaffen es besser. Also notwendig ist es, nicht hinausschieben, rasch hinter uns bringen und dann heilige Kühe nicht verstecken, sondern schlachten. Da gibt es eine große Anzahl heiliger Kühe. Will die nicht aufzählen, wir haben ein anderes Thema. Aber da gibt es heilige Kühe, da müssen wir dran. Also die ganze Sache mit dieser Schulddebatte, das ist nicht mehr zum Aushalten. Also müssen wir heilige Kühe schlachten und dasselbe natürlich bei den Pensionen. Trendmeister, ja, wir sind die Trendmeister. Wir setzen uns auf jeden Trend und sagen, in 20 Jahren wollen wir in diesem Trend, wir als Oberösterreich, ganz vorne mit dabei sein. Jawohl, das müssen wir. Jeder musste es, aber das ist zu wenig. Das ist noch zu wenig. Wir müssen schauen, dass wir selber eine kreative Szene schaffen, wo junge Leute auch gegen den Trend einmal irgendwas sagen, das machen wir, das machen wir, das machen wir und damit vielleicht letztlich Geld verdienen. Aber bevor man Geld verdienen kann, muss man oft sehr, sehr tief in die Grundlagen gehen. Also, nächster Schritt, also ein bisschen Probleme habe ich aufgezeigt. Oberösterreich nennt es Zukunft Römisch 1. Ist noch lange nicht das, was wir brauchen, das ist das Normale. Nicht? Und das braucht man in Oberösterreich, in Österreich. Das sind die Dinge, die die Politik jetzt endlich schaffen muss. Weniger Lohnkosten, Steuern, Verwaltungsreform, nicht? Überfällig Verwaltungsreform. Und natürlich mehr Kinder. Wir brauchen mehr Kinder. Das ist klar. Weil was immer wir sonst machen, wenn wir zu wenig junge Leute selber haben, werden wir ein Problem haben. Wir haben es jetzt schon. Nein, wie man das macht, das überlasse ich Ihnen, das sich zu überlegen. Aber was machen müssen wir da? Es ist wirklich, und wenn man das eben sieht, dass immer die Leute, die zusammen sitzen, dass wir gemeinsam älter werden und eigentlich keine Jungen, das ist deprimierend. Zweitens eben die heiligen Kühe, Pensionen, Gesundheitssystem und so weiter, Verwaltungsreform, noch einmal Studiengebühren. Ne? Ich meine, diese heilige Kuh möchte ich heute nicht aufgreifen, weil sonst meinen die Leute, ich bin nur deswegen da, dass ich über die Studiengebühren rede. Aber es sind natürlich heilige Kühe, weil es muss einem klar sein in der heutigen Zeit, selbstverständlich, der freie Bildungszugang ist ein hoher moralischer und demokratischer Wert und so weiter. Aber das ist die eine Seite und bei all diesen Dingen gibt es immer die andere Seite und beide Seiten sind gleich wichtig. Und die andere Seite ist, Bildung ist ein hoher Wert, ist ein hoher Marktwert, das ist was wert in der heutigen Zeit. Eine hervorragende Bildung und das ist in jedem Land, wo Bildung auch sehr viel Geld dann hat, ist das so, dass man dafür was zahlt. Das heißt nicht, dass die österreichischen Studenten jetzt alle darben müssen und weiß ich, so wie ich seinerzeit, Werkstudent sein müssen. Ich war 6 Jahre lang Werkstudent, habe mir sehr, sehr gut getan, kann ich nur nebenbei sagen. Also ich möchte das jetzt nicht ausführen, wie toll das ist, wenn man Werkstudent ist. Ich möchte das nicht also jedem also sagen, dazu verdammen, aber es kann ja so sein, dass man im Prinzip einmal Studiengebühren zahlt und die, die eben begabt sind, die fleißig sind und so weiter und so fort, die kriegen ein solches Stipendium, dass das ein Nullsummenspiel ist. Nur der Unterschied ist der, solange wir ein Land sind, wo es grundsätzlich keine Studiengebühren gibt, ist es auch klar, dass wir zum Beispiel von den Ausländern keine Studiengebühren einheben können. Dann ist klar, dass wir eines der wenigen Länder sind, wo das alles gratis ist, bei den anderen kostet es was, das wird sich nie ausgehen. Und so weiter gibt es also einige heilige Kühe. Es gibt das Normale, was wir endlich machen sollten, es gibt die heiligen Kühe, da, wo wir einige schlachten sollten, aber die Frage lautet, und das ist die Frage heute abends für mich, war es das dann schon? Selbst wenn wir das Normale gemacht hätten und die heiligen Kühe geschlachtet, ist das schon ausreichend für die oberösterreichische Zukunft? Und ich sage eben, nein, wir müssen weiterdenken, wir müssen begeisternde Visionen entwickeln für unser Land, die
für unser Bundesland gelten. Wir brauchen nichts zu erfinden, die Zukunft von China und so weiter und so fort. Die erfinden das selber. Wir müssen unsere Zukunft in Oberösterreich erfinden, aber die muss begeisternd sein. Und die muss über das hinausgehen, was normal ist und was die heiligen Kühe sind. Und so eine Vision möchte ich heute sozusagen subjektiv, ist nur meine subjektive, und ich hoffe, jeder von Ihnen hat eine subjektive Vision für Oberösterreich. Also ich möchte ein paar Teile oder ein paar Features dieser Vision für Oberösterreich heute hier zur Diskussion stellen. Das erste, Oberösterreich als Raum. Was ist dieser Raum Oberösterreich? Zweitens, der Aspekt, und das ist eben im Zentrum des Ganzen, diese jugendliche, internationale, vibrierende Szene, wie schaffen wir die in Oberösterreich? Und die hat natürlich sehr viel zu tun mit dem, was ich Lifestyle nenne. Erstens, Oberösterreich als Raum, alles, was ich sage, ist immer übertrieben, das haben Sie wahrscheinlich bemerkt, aber ich übertreibe immer deswegen, damit vielleicht irgendwie ein bisschen das Problem herauskommt und vielleicht irgendeine Idee auch, wie man Probleme lösen könnte. Also übertrieben gesagt, das ist Oberösterreich heute, ist zwischen Wien und München, ist eine Station, wo man Gott sei Dank in jedem Zug aussteigt, aber die Orientierung ist West-Ost. Und da zieht man durch. Ne? Und das sind wir sozusagen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, und das ist ja heute schon im Entstehen, die Achse nach Norden, Achse nach Süden gibt es, weil da fahren wir ja hin, sozusagen in die Ferien und so weiter fort, die Achse nach Norden. Und wenn wir die Achse nach Norden betonen, dann liegen wir auf einmal auf einem Kreuzungspunkt. Und dort, wo Kreuzungen sind, Süd, Nord, Ost, West, dort sind Räume, wo etwas passieren kann, wo etwas anfangen kann zu vibrieren. Deswegen ist diese Achse nach Norden so wichtig für uns. Und deswegen sind wir ja mit dem Riesk-Institut nach Hagenberg gegangen, um einen ersten Punkt zu setzen zur Achse nach Norden. Ja, Sie lachen, gell, weil Sie meinen, das war nicht in unseren Köpfen. Nein, nein, das war in den Köpfen. Und ich kann das beweisen, ich habe den Vorgänger vom Herrn Hans Horst Strugl damals 1992, dann waren wir dann ein Jahr oder zwei hier, habe ich so ein bisschen ein Konzept geschrieben und da können Sie das nachlesen, da habe ich das gesagt, also mit dem Hagenberg schaffen wir die ersten geistigen Punkt, nicht nur der Verkehr, das ist auch wichtig, aber es geht nicht nur mehr. Es geht um die geistige Achse nach Norden, also zu den Böhmen hin, die ein ungeheures Kulturpotenzial und Wissenschaftspotenzial haben. Und eben auf dieser Achse Punkte schaffen, wo wir markieren, dass wir den Norden ernst nehmen und dann werden wir auf einer Kreuzung liegen. Also die Betonung der Nord-Süd-Achse, damit wir auf einer Kreuzung liegen. Das nächste, was ich eben sehr vorschlage und ans Herz legen möchte, Oberösterreich, ist das, wir haben Linz und wir haben Wels, Steyr und wir haben Aist. Okay? Wissen Sie, wo Aist ist? Das ist da, wo wir sind. Ja? Okay. Also Sie können das Eis nennen, wie Sie wollen. Es ist völlig wurscht, ob Sie das Bremerhaar oder was ich wie nennen. Der Punkt ist der, Hagenberg braucht natürlich Linz auch, das ist klar. Aber noch viel wichtiger braucht Linz seine drei Städte rings um Linz, nämlich Wels, Steyr und eine starke Ansiedlung mit einer hohen Dynamik, hoher Qualität im Norden und das sind wir. Wie immer man das nennt. Und das ist das Problem Eis. Das ist nicht die Frage, ob das so heißt oder so heißt oder drei Orte zusammen oder irgendwas, sondern es geht darum, ob wir es schaffen, dass in Oberösterreich nicht nur Linz mit seinen 200.000 Einwohnern, sondern dass wir ringsherum drei starke Städte haben, die aber miteinander in einem intensiv vernetzten Gebilde wachsen, mit natürlich der notwendigen Infrastruktur an Verkehr und so weiter, damit eben ein Student, ein ausländischer Student, der in Hagenberg studiert, wenn er am Samstagabends nach Wels gehen möchte, um dort in, wie heißt das Lokal, da, Jazzlokal, müsste ich wissen, entschuldige, hab's vergessen, Schlachthof oder so irgendwas heißt, oder Schlacht mit 8 geschrieben und so weiter und fort, und er entscheidet, da möchte ich jetzt hingehen, ja, das ist für den ja unmöglich, der kommt ja nie mehr zurück, ja. Und umgekehrt natürlich auch, für die Welser Studenten ist es unmöglich, einmal
hier zum Beispiel Academia Superior in Hagenberg, ja, da werden Sie keine Steirer Studenten, wo sind die? Nicht wahr? Welche Studenten? Das sind nicht mal die Hagenberger da, ist ja gleich. Aber der Punkt ist der, wir brauchen einen urbanen Raum in der Mitte, wo es vibriert, und zwar eben nicht nur die 200.000 Leute, wir brauchen 300.000, 400.000 Leute, dann kommen wir langsam in eine Größenordnung, wo wir mit den anderen mithalten können. Also das ist dieses schematische Gebilde da, das ist eben Linz und die drei Städte ringsherum und erfahrbar für die jungen Menschen, aber als ein urbaner, interessanter, jugendlicher, vibrierender Lebensraum. Und diese blauen Linien, die Sie da sehen, ist die Vibration. Ja? Also da muss jetzt was los sein. Und zwar in allen Gebieten, von der Forschung angefangen, über die Ausbildung, über die Wirtschaft, über die Gründerszene, über die Kultur. Natürlich alle diese Punkte zusammen. Und die mittlere Welle, die Sie sehen, ist die Donau. Die mittlere Welle ist die Donau, weil es tut im Herzen weh, wenn Sie heute nach Linz fahren, die Donau, ne? Ist natürlich, Linz ist an der Donau. Aber wie wenig nutzen wir die Donau als eine bestimmende, intelligente, zusammenführende Kraft. Der Haufen wird jetzt zugeschüttet. Also ich habe das irgendwie als geradezu schmerzlich empfunden. Der Hafen ist ja eigentlich etwas, wo in allen großen Städten heute ungeheuer interessante Szenen passieren. Also von New York, London, Düsseldorf und so weiter. Und wir schütten den Hafen zu. Und Sie werden auch bemerken, dass unsere Kulturgebäude außer dem Bruckner Haus, das ja sehr geöffnet ist gegenüber der Donau, die anderen sind ziemlich abgeschlossen gegenüber der Donau. Wir haben aber da eine Möglichkeit. Es ist dort das Schloss, dann kommt eben das Lenkdos und kommt das Elektroniker Center, der Urveraner, Jahrmarkt und so weiter. Und dann auf der anderen Seite eben das Bruckner Haus und dann haben wir jetzt die Tabakfabrik, dann haben wir das Tech Center dort, das Tech Center, dann sind dort neue Wohnungen und dann hört es eben auf, dann kommt ganz unten ist die Föst und dazwischen. Dazwischen wäre ein hochinteressanter Lebensraum und das meine ich mit dieser mittleren Welle. Also da könnte man jetzt viel Fantasien entwickeln und es muss nicht so sein, dass ein gewisser Herr, dessen Namen ich jetzt im anderen Sakko habe, entschuldige vielmals, habe ich mir heute aufgeschrieben, war ja ein gewisser Herr Lenry oder so aus England, Architekt, berühmter, ist durch Linz geradelt. Das ist dann der Augenblick, wo den Linzern die Visionen kommen, der muss durch Linz radeln und sagen, ihr habt so einen Haufen, nicht wahr? Ja, das ist nicht zum Aushalten, ne? Dass das noch niemandem aufgefallen ist, dass wir in Linz einen Haufen haben, wo man was machen kann. Was fällt dem Herrn aus England ein? Ja, da ist die Föst, das ist super. Also keine Wohnungen hin, sondern die Föst. Ja, das ist eh prima. Nein, da müssen wir bessere Ideen haben. Selbst als der Architekt aus England müssen wir selber bessere Ideen haben, was wir aus der Donau in Linz machen, nämlich als eine vibrierende Strecke, wo junge Leute sind, wo es Gründerfirmen gibt, wo es etablierte Firmen, Kultur gibt, Wohnung gibt, wo eine Stadt entsteht, eine neue Stadt. Und die eben als ein Beispiel für eine ganze Perlenkette von Städten, insbesondere Gründerszenen von Regensburg, Passau, Linz, Wien, Budapest, also bis ins Schwarze Meer, wo überall junge Leute sind, die heute was erreichen wollen, Gründerszenen gibt und so weiter und so fort. Die kann man zusammenfassen, das wäre ein schönes Cluster für den Werner, neue Betätigung, ein Donau-Cluster, wo wir aber anfangen, Werner, wir sind die Ersten, weil die Idee gibt es noch nicht und so weiter und so fort. Linz als der Initiator des Donau-Clusters, nicht wahr? So, und jetzt diese Pfeile von außen, das sind die Pfeile, die sollen bedeuten, wenn wir es schaffen, da in diesem Zentralraum eine gewisse Vibration zu erzeugen, dann bin ich mir sicher, dass die Jugend der Welt auch gerne zu uns kommt, weil wir haben wunderbare Dinge, die wirklich es sonst kaum irgendwo gibt. Und wir haben ja diese vielen auch Errungenschaften sozialer Art, politischer Art, dieser Arbeitsfriede, die demokratischen Verhältnisse und so weiter und so weiter. Also es zahlt sich aus, nach Oberösterreich zu kommen. Also noch einmal, in meiner Sicht für Oberösterreich ist die entscheidende Frage der Zukunft, ist das, gelingt es uns, unser Bundesland
attraktiv zu machen für die Jugend, und zwar für die Jugend der Welt, und dann wird es auch attraktiv sein für unsere eigene Jugend. Und das hat viele Aspekte, die Zeit schreitet fort, sie haben alle diese weißen Blöcke vor sich liegen. Ich bin sicher jetzt nicht derjenige, der da jetzt 50 Maßnahmen sagt, was wir alles machen könnten, damit wir in diesem Zentralraum und natürlich darüber hinaus, weil der Zentralraum, der dann bis Steyr, Wels und Aist reicht, der hat natürlich auch, macht es den anderen leichter, die eben in Ried und so weiter sind, also möglichst nahe bei der Stadt sozusagen zu sein. Das ist ja nicht der Urbane gegen das andere. Im Gegenteil, das haben Sie ja auch gesagt, wie wichtig das ist, dass man auch raus kann. Und das ist ja ein großer Vorteil von Oberösterreich. Aber es ist klar, es muss international attraktiv sein. Es muss bei der Uni anfangen, bei den Fachhochschulen. Also es tut weh, wie Sie sagen, der Landesrat, etwa 10% ausländische Studenten. Das ist ja eigentlich ein Alarmsignal. Und da muss sich aber viel ändern. Da müssen wir natürlich unsere Studiengänge alle in Englisch halten und die Leute mal herbringen zuerst und keine Hürden aufbauen. Und wenn sie da sind, dann können wir uns annehmen um sie. Und natürlich ist ihnen auch helfen in der Integration, und wann halt unsere Firmen deutsche Mitarbeiter brauchen, dann müssen wir denen halt helfen, Deutsch zu lernen. Internationale Mitarbeiter, internationale Firmen, und vor allem in der heutigen Zeit geht es nicht nur um die großen Firmen, die sind sehr, sehr wichtig, die großen Firmen, aber die Innovation heute passiert natürlich sehr, sehr stark bei diesen jungen Gründerfirmen, die man zusammenbringt direkt mit dem Geld. Junge Menschen zusammenbringen mit dem Capital. Das sind die Szenen heute, und die spielen sich ab, zum Teil in Wien noch sehr gebremst, die spielen sich ab in Berlin, natürlich Silicon Valley, sagt eh schon jeder, das hängt an ja beim Hals raus. Wir müssen schauen, Szenen zu erschaffen, die unsere Szenen sind, die noch in unserem Spirit, im oberösterreichischen Spirit, die Szene, wo eben junge Leute was erfinden, junge Leute auch so erfinden, dass man damit Geld verdienen kann, und so tolle Dinge erfinden, dass Investoren auch ihr Geld hier parken. Und natürlich die Integration, wurde heute eh schon gesagt, ich gehe da nicht mehr drauf ein. Die zweite Schlüsselfrage ist, zur Szene Attraktivität gehört die Exzellenz. Und da ist weniger die Frage, ob das in Polymeren oder IT oder das oder jenes. Das kann man alles auf Planspiel, kann man solche Dinge sagen. Aber man kann Exzellenz weder verordnen, noch sozusagen kann man sagen, in welchen Gebieten. Im Gegenteil, wir müssen ein Klima schaffen, wo einer mal hoffentlich irgendein exzellent wird, in irgendeinem Gebiet, wo keiner dran denkt. Ne? Und diese Möglichkeiten haben wir natürlich bei den jungen Leuten. Dann natürlich die Exzellenz in dem, was man Innovation Chain nennt. Wie setzen wir das um? Da sind wir relativ gut in Oberösterreich. Das muss man sagen, diese Innovation Chain, die ist inzwischen, glaube ich, sehr, sehr gut aufgebaut. Man kann immer besser werden. Gründerszene, ich sage es noch einmal, Geist und Geld eben zusammen. Und dann Chancenflexibilität. Ja? Und zwar vom Kindesbeinen bis zum hohen Alter. Bis zum hohen Alter. Die Chancen der Menschen, der einzelnen Menschen, erfolgreich zu sein, und zwar in neuen Lebensbildern. Und schließlich der Lifestyle, der hat eine erste Ebene, das ist die unmittelbare, der Lifestyle, der für die Jugend attraktiv ist. Aber da gehört natürlich viel dazu, das ist Begriffe wie Freizeit und so weiter und so weiter. Diese Szene, die Szene. Und eben nicht nur das Technische. Wir sind sehr, sehr gut inzwischen in unseren Forschungseinrichtungen, Lehreinrichtungen, aber es fehlt eben alle diese Aspekte, die eben nicht technisch sind. Und wenn wir die Jugend für die Technik interessieren wollen, allein das Wort, ich hasse das, ich muss Ihnen ehrlich sagen, also wenn zu mir einer gesagt hätte, in diesem Zeitraum, wo ich meine Dissertation geschrieben habe, Werkstudent war, jemand gesagt hat, du musst jetzt dich für Technik interessieren. Ich habe gesagt, nein, das will ich nicht, weil ich will da nicht bei der Heizung, der Techniker, nicht, das ist der Heizungstechniker. Das Wort ist schon schlecht. Es geht um Wissenschaft und Innovation und all diese Dinge. Das ist eine künstlerische, eine begeisternde Sache. Die hat nichts zu tun mit diesem, da sind die Techniker, nicht, die machen ihre Technik, und dann sind die anderen, das sind die Kreativen.
Also selbst das hört man heute, da sind die Techniker und dort sind die Kreativen. Ja? Ne? Wissen schon, wer da alle dabei ist und so, ist eh alles super. Aber damit verdirbt man natürlich den jungen Leuten völlig die Begeisterung für die Innovation. Ja, ich gehe jetzt nicht auf meine neuen drei Begriffe ein, gell, weil jetzt habe ich wirklich schon zu lange gesprochen. Aber ich glaube, es geht um einen neuen Begriff von Arbeit und Freizeit. Die Unterscheidung wird immer, Gott sei Dank, immer weniger. Ich nenne das Freibeit, ja? Nicht Freizeit und auch nicht Arbeit. Ja? Da mache ich heute ein neues Wort. Hoffe, es wird das Unwort des Jahres. Freibeit, ja? Wo man immer weiß, arbeitet man oder hat man Freizeit, weil die Arbeit so toll ist, dass man so begeistert ist, dass man sagt, ja, ich werde gar nicht müde. Von dem, was soll ich jetzt in Freizeit machen, ne? Und so weiter und so weiter, weil das müssen Sie sich vorstellen, vor 10.000 Jahren, der Jan, unser Vorfahr, der hat mich gefragt, wann er die Banane gepflückt hat, ob das Arbeit oder Freizeit ist. Ja? Merken Sie, was ich sagen möchte, ja? Die Beschäftigung muss einen so begeistern, dass man gar nicht weiß, ist das Freizeit, ist das Arbeit, ja? Oder eben die Wirtschaft ist eben, ich sage Wirtschaft, ja, es ist viel mehr wie Wirtschaft, viel mehr. Und eben auch nicht die Frage der Lebensarbeitszeit und diese Einteilung in Studieren, dann tut man arbeiten und dann gibt man den Ruhestand und so, ist ja unmenschlich. Ja. Und immer früher fangen wir an, die Kinder also in Schulen zu pressen und in Krippen und so weiter und so fort. Das ist alles meiner Meinung nach eine Fehlentwicklung. Der Mensch ist kreativ von null, bis er eben stirbt, da ist er wahrscheinlich am allerkreativsten. Und dazwischen ist eben die Zeit, wo man kreativ ist, in unterschiedlichster Art und Weise. Lifestyle 2 ist dann die höhere Ebene und das empfinde ich als die Hauptfrage der heutigen Zeit. Also für mich ist Lifestyle eben nicht nur die Frage eben Freizeit und Mode und alle diese Dinge, Prada und Chanel, das ist alles sehr, sehr wichtig. Wunderbar, sondern es ist die Frage nach dem Leben heute. Wie müssen wir als Einzelne und auch als Gesellschaft und natürlich immer mehr als globale Gesellschaft heute leben, dass wir in aller Ausnutzung dieser wunderbaren Technologien, die wir heute erschaffen, gemeinsam erschaffen, gleichzeitig in Harmonie mit der Natur leben. Das ist die große Herausforderung der heutigen Zeit und das ist für mich eigentlich die Frage des Lebensstils, ja, der Lifestyle. Und wenn wir aus Oberösterreich in dieser Frage ganz vorne sind, dann werden wir wirklich vorne sein und Trendsetter und nicht Trendmitnehmer. Und so lasse ich dieses Bild hier stehen, die Donau fließt, nicht wahr? Eine Brücke nach der anderen, hinten das Müllviertel, links und rechts, nicht? Unsere kulturellen Einrichtungen und so weiter, lassen Sie das durch Ihren Körper fließen sozusagen und überlegen Sie sich, was könnte man alles für tolle Sachen machen aus unserer Region und dann werden eben die jungen Leute kommen und die eigenen werden gerne hier bleiben und wir werden wieder Freude haben, eben auch größere Familien zu haben und so weiter. Meine wichtigsten 100 konkreten Vorschläge sage ich jetzt nicht mehr, weil ich wie immer weit überzogen habe. Ich entschuldige mich und hier kommt aber kurz noch Folie mit meinen wichtigsten Vorschlägen. Und das ist die. Okay? Weil die Vorschläge müssen Sie machen. Ja? Und deswegen wunderbar, der Veranstalter hat das alles schon vorausgesehen, hat schon diese Blätter verteilt. Wir waren nicht abgestimmt. Ich habe die Folie gestern gemacht und die haben das hingelegt. Also wunderbar. Ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen alle zusammen kreativ werden, in unterschiedlichster Art, um diesen interessanten, vibrierenden Raum Oberösterreich zu schaffen, wo die Jungen gerne zu uns kommen und wir selber vor allem gerne hier bleiben. Okay, danke vielmals, entschuldige vielmals, dass ich so lange gesprochen habe. Ich darf, nachdem Sie jetzt da im Vortrag einige Beispiele gebracht haben, ich habe schon eine Frage nämlich auch dazu. Also Sie haben jetzt gesagt, da die heiligen Kühe, Pension, Gesundheit, Studiengebühren, Verwaltung und so weiter. Das gibt es in anderen Ländern auch. Wo ist ja, jetzt, wo ist da unten? Es müsste funktionieren. Ja, das ist ja unsere Chance, dass andere auch Probleme haben. Ja? Nur ja. Wir müssen es besser machen.
Ja, ich meine, das nützt uns ja nichts, wenn wir sagen, das ist auch, andere haben das auch, andere haben auch schlechte Luft, andere haben auch einen Brain Drain, andere, ja, freilich, richtig, ja. Also müssen wir schauen, dass wir das schneller besser sein. Und, besser sein. Ja, genau. Und jetzt, wenn wir von den anderen reden, welche Standorte, mit welchen Standorten konkurrieren wir in Oberösterreich? Wo ich mein, geht der Brain Drain hin? Wien ist klar, ich meine, Wien braucht den super Lifestyle und so, das ist klar. Aber es gibt natürlich auch viele andere, zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal ein extremes Beispiel. Wir haben im Softwarepark immer wieder Delegationen, also aus der ganzen Welt, jede Woche, Ukraine, Polen und so weiter. Und eines Tages kommt eine Delegation aus Malaysia, 15 Leute, nicht, mit Business Class hergeflogen, ja, sie sind auf Europa-Tour, schauen sich hier die Technologiezentren an. Und nicht, ich habe mir gedacht, ja, die kommen hierher, weil sie da irgendetwas lernen. Einen Vortrag gehalten und so weiter, Softwarepark gezeigt. Und zum Schluss habe ich gesagt, und was machen Sie? Dann hat er eine CD herausgezogen. Nicht so normale PowerPoint, sage ich, der Buchberger so, ne? Sondern eine CD eingelegt, zack, Sonnenaufgang, ne? Technology Center Cyberjaya, okay? Sonnenaufgang, Meer, ein Hotel nach dem anderen, IBM, nicht mehr die großen Forschungsinstitute der großen Firmen, Universität, Golfplatz, nicht wahr, Wellnesscenter und so weiter, Bussystem innen drinnen und das ist der Park Cyberjaya. Natürlich kann man sagen, es ist Kitsch oder irgendwas, nur ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, ja, super, da möchte ich gerne sein, vor allem jetzt im Winter. Ne? Und wenn Sie dann an unsere Studenten oder Studenten fragen im Studentenheim Hagenberg, das ich sehr schätze und alles super, ne? Nur sind Sie da mal übers Wochenende. Ne? Und dann kommt der mit Cyberjaya, das ist ja logisch, der geht dorthin. Ne? Okay? Ja, und wenn Sie mir was zahlen, gehe ich auch noch hin in meiner Pension. Ne? Okay, und erzähle Ihnen was über Grömner passen, ja? Nein, da kenne ich mich nicht aus. Ich glaube, da würde man so lange brauchen. Den Malaysen also, meine ich. Ja. Aber den Malaysen dort, ja, die würden das wahrscheinlich verstehen. Ja. Frage ist jetzt auch, wenn Sie haben einige Vorschläge ja wirklich braucht, ja, wie lange würden Sie uns geben, das umzusetzen? Also uns jetzt Wirtschaftsstandort Oberösterreich, wie lange würden Sie uns das geben? Null, sofort. Einfach null. Ja? Weil wir müssen schon lange beginnen, schon vor 20 Jahren, 30 Jahren so. Aber wie unser Landeshauptmann zu sagen pflegt oder gesagt hat, neulich, was völlig richtig ist, es ist sinnlos zu sagen, wir hätten schon können früher. Nein, nein, wenn wir es erkennen, ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir die Ärmel hochkrempeln und was machen. Ne? Und dann brauchen wir halt einige Zeit. Die anderen brauchen auch ihre Zeit. Ja? Aber jetzt. Ne? Ja? Und schauen, wie weit wir kommen. Ja. Es ist nicht zu spät, das heißt, wir krempeln die Ärmel hoch und legen los. Sehr geehrte Frau Artemi, wir haben gesagt, wir dürfen uns duzen. Duzen, Entschuldigung. So, ja. Es ist schon spät, ich war auf 8:30 Ende programmiert. Also, du bist Oberösterreicherin, studierst in Wien Medizin. Ganz interessant, du warst Mitglied eines Nationalteams, nämlich des European Union Science Olympiad Nationalteams. Absolventin der Stiftung Talente. Genau. Und du hast Studienaufenthalte in Freiburg und in Oxford bereits absolviert. Ja. Das heißt, ich würde sagen, man kann dich als junges Talent beschreiben. Notendurchschnitt bei der Matura? 1-0. Ich habe es geahnt. Ich habe es gewusst, ehrlich gesagt. Aber also hervorragend wirklich. Und jetzt Medizin in Wien. Meine Frage, nimmst du jetzt als Oberösterreicherin Oberösterreich und deine Heimat Linz anders wahr, jetzt wo du ein paar Semester schon in Wien studierst? Ja, schon in einer gewissen Art und Weise. Es ist halt am Anfang war es halt schon ein bisschen für mich halt schwer, weil ich also hier daheim bin und auch gerne da bin und meine Familie, Freunde und ist auch gerne, also Linz ist eine wunderschöne Stadt, man kann auch viel machen. Dann aber wiederum jetzt, also ich bin jetzt im dritten Semester und das heißt jetzt schon ein Jahr schon in Wien, finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man auch sieht, wie es anders, also woanders ist. Und man dann auch ein bisschen einen Vergleich hat. Nur, also ich bin immer wieder gerne in Linz da und möchte auch irgendwann mal gern wieder zurück. Also nur leider hatte ich halt die Möglichkeit nicht in Linz. Also dadurch, dass ich Medizin machen wollte. Das könnte sich ja ändern. Ja, hoffentlich. Zumindest für den zum Angehenden. Genau.
Genau, richtig, richtig. Du warst in Oxford, im Ausland. Jetzt Unterschiede zwischen Linz, Oxford, Wien. Kannst du da irgendwas dazu sagen? Oder auch, wo würdest du dich eh in Zukunft sehen? Eher zum Beispiel jetzt wirklich in Oxford auf dieser Universität oder weiterhin in Wien? Also Auslandsaufenthalte jetzt generell finde ich halt sehr, sehr wichtig für einen persönlich. Und ich würde es auch jedem jungen Menschen, also allen in meinem Alter auch sehr, sehr empfehlen, weil es halt doch ist, es ist eine sehr prägende Erfahrung, man lernt auch viel dazu, auch persönlich. Man nimmt nicht nur fachlich auch, also Wissen mit, sondern man lernt andere Menschen kennen, sieht, wie es anders, also an anderen Orten der Welt, also wie es dort zugeht. Man nimmt viel mit und man kann dann auch zurückkommen und dann eben sich denken, na, wie kann ich, was kann ich jetzt in Wien, sprich an meinem Studienort verändern oder dann vielleicht in Zukunft auch in Linz und wie kann man das umsetzen. Grundsätzlich finde ich, kann man, wenn man jetzt die Internationalität oder so vergleicht, würde ich halt schon sagen, dass ich in Oxford halt das Gefühl hatte, es ist wirklich international, obwohl die Stadt circa so groß ist wie Linz. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Man lernt viele, man lernt viele unterschiedliche Leute kennen, hat die Möglichkeit, sich auszutauschen, unterschiedliche Kulturen, und das ist halt etwas, was wirklich toll ist, weil wenn man halt, also ich bin halt in Oberösterreich aufgewachsen, es ist halt von der Internationalität her nicht so, also man sieht halt, es ist halt schon toll, wenn man die Möglichkeit hat, eine Auslandserfahrung zu machen und halt auch zu sehen, ein bisschen über einen eigenen Tellerrand halt zu blicken, und das ist ganz nett. Ist schon spannend. Was müsste Linz anbieten, damit du sagst, in Zukunft komme ich zurück und verbringe hier meinen Lebensmittelpunkt oder deinen Arbeitsmittelpunkt? Grundsätzlich, also meine Familie und meine Freunde sind da, also das ist einmal das Allerwichtigste, also für mich persönlich. Dann ist natürlich, ich bin ein Mensch, der gern Herausforderungen sucht, und wenn jetzt die passende Stelle da ist, dann komme ich sehr gerne zurück, weil ich bin auch hier daheim und fühle mich auch wohl, und ja, es war auch für mich schwer, nach Wien zu gehen. Also berufliche Herausforderungen und das soziale Umfeld muss passen. Ja. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Maximilian Ortner, Vorstandsassistent bei der Kreiner Holding. Wir kennen uns auch schon eine Zeit lang, von dem darf ich du sagen. Lieber Max, es ist ja, du warst 3 Jahre in den USA mit Kreiner. Genau, ja. Dallas-Fort Worth. Richtig, ja. Genau. Wie viele Einwohner? 6,5 Millionen 6,5, im Metroplex. Ja, das ist schon relativ groß. Du warst 3 Jahre dort, und für Expatriates ist es in der Regel sehr herausfordernd, zurückzukommen. Es gibt diesen Terminus Reverse Culture Shock. Genau, ja. Jetzt ganz salopp, jetzt bist du da und du bist wieder da. Wie geht's dir und wie geht's deiner Family nach diesen 3 Jahren USA und jetzt wieder? Sehr gut im Moment, danke der Nachfrage. ganz kurz zu Dallas. Ich glaube, jeder von Ihnen im Podium kennt Dallas, diese Fernsehserie. Und wenn man das erste Mal dann wirklich aus dem Flieger aussteigt, glaubt man auch, man ist im Film. Es ist einfach unpackbar. Die Leute rennen dort mit Cowboy-Hut rum, mit Cowboy-Boots. Wenn man in ein Meeting geht zum Kunden, haben die eben den Cowboy-Hut auf und Boots. Und man tut sich am Anfang auch ein klein wenig schwer, die zu verstehen, wegen diesem Southern Accent. Wie schon eingangs erwähnt, 6,5 Millionen Leute, mehr als, oder ich glaube, um 4,5-5 mal so viel wie in ganz Oberösterreich leben dort. Und dementsprechend fühlen sie sich auch ziemlich gut und treten so auf. Sie fühlen sich auch als die Amerikaner, und so leben sie und werken sie auch. Es ist ein Riesengebiet und sehr wichtig für die Leute dort, wenn wir vom Lifestyle reden, ist der klassische American Way of Living. Also es wird im Grunde alles aus dem Auto gemacht. Man steht in der Früh auf, fährt zum Drive-Thru, zu Starbucks, holt sich seinen Kaffee, fährt weiter, holt sich irgendein Biscuit von Chick-fil-A, fährt dann womöglicherweise noch zur Reinigung und bleibt beim Fenster stehen, und die holen sich aus dem Kofferraum dann die Hemden. Alle Sachen, wo ich dann zu meiner Frau mal gesagt habe, so ganz salopp am Anfang, die sind ja alle wahnsinnig, die Amerikaner.
Nach 1,5 Jahren haben wir das auch natürlich alles so gemacht, sind zum Starbucks gefahren, Drive-Thru, und haben die Hemden in die Reinigung gebracht, ohne aus dem Auto auszusteigen, sind dann zur Apotheke gefahren, ohne auszusteigen, weil man das auch am Fenster machen kann, bis hin zu Bankgeschäften, alles richtig convenient. Und das Thema Convenience ist ein großes, eines der Kernthemen in Amerika, das ich auch ein bisschen lieben gelernt habe. Das andere große Thema ist Entertainment 24/7. Jeder kennt es, dass er um, sage ich mal, 6:30 dringend noch schaut, dass er aus dem Büro rauskommt, weil er noch irgendwas einkaufen muss. Das Thema hat man dort halt nicht. Da kann man um 2 in der Früh ein Päckchen Milch holen, ist auch kein Problem. Und in dem Raum Dallas-Fort Worth hat es natürlich auch viele Themen rund um super Sportveranstaltungen wie NASCAR-Rennen etc. gegeben. Also im Grunde, man ist wirklich, man fühlt sich halt am Puls der Zeit, und das vermisst man am Anfang, wenn man rüberkommt, natürlich. Auf der anderen Seite, wir haben es eh schon gehört, das Thema Luftqualität, das ist im Grunde selbstverständlich für uns da in Oberösterreich, aber es ist ein Riesenwert, oder auch Sport treiben zu können, einfach bei der Haustür raus, die Laufschuhe an und eine Runde laufen. In USA, in Dallas, schwer möglich. Wann, dann kann man am Golfplatz laufen, und da muss man sich dann vor den Golfbällen in Acht nehmen. Auf was habe ich mich gefreut? Natürlich in erster Linie die Freunde und die Familie. Du hast jetzt ein paar Punkte gesagt, Convenience, das 24/7 Entertainment, also man kann immer einkaufen gehen, kann dann ins Kino gehen, es ist immer irgendwas offen. Wenn du jetzt vergleichst, ja, jetzt Oberösterreich und den USA, geht das 24/7 Entertainment, geht es da ab, dass du deine Hemden jetzt selbst in die Reinigung bringen musst und das nicht mehr aus dem Kofferraum geholt wird? Nein, es ist alles anders, aber ich glaube, wir sollten als Oberösterreicher auch gar nicht den Anspruch haben, dass wir genau dieses System leben. Wir haben unser System, genau, das auch sehr gut funktioniert. Und wir, glaube ich, auch was schon eingangs erwähnt worden ist, können eben mit dem punkten, dass wir wirklich tolle Naherholungsgebiete haben. Wir können Bergsteigen gehen, wandern gehen, wir können in dem schönen Seengebiet eine Runde schwimmen, Skifahren. Also ich glaube, das sollte man auch in puncto Marketing einfach ganz klar auf die Visitenkarte schreiben. Vielen Dank, gerne. Maximilian, danke sehr. Passt auf, was der Herr Behrens gesagt hat. Ja, also wirklich darüber reden, es ist wunderschön und man kann sehr gut leben hier. Ich darf Frau Radi begrüßen. Herzlich willkommen. Sie sind aus Ägypten, haben in Kairo an der Deutschen Universität studiert und arbeiten derzeit als Research Fellow am Christian Doppler Laboratory für Client-Centric Cloud Computing und schreiben dort ihre Doktorarbeit. Herzlich willkommen. Ja. Meine Frage ist, wie sind Sie, Sie haben in Kairo studiert, eine riesengroße Stadt mit 20 Millionen Einwohnern, haben Sie mir vorher gesagt. Wie sind Sie auf die Johannes Kepler Universität gestoßen? Es war eigentlich ein reiner Zufall. Ich habe mein Masterstudium in Kairo angefangen, und ich habe dann nach dem ersten Jahr von Absolventen meiner Universität erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, in Linz das zweite Jahr weiter zu studieren. Und ich habe mich beworben für das Programm, das Professor Buchberger hier an der JKU gemacht hat. Und das Programm war auf Englisch. Und der Vorteil war an dem Programm, dass wir Forschung in Zusammenhang mit Wirtschaft haben können. Das heißt, das Masterprojekt wird in Zusammenarbeit mit Firmen gemacht, und das habe ich ganz interessant gefunden. Und das war dann die Entscheidung, nach Linz zu kommen. Ja. Und wie ist es Ihnen am Anfang gegangen? Was war das Erste, was Sie gedacht haben, wie Sie nach Linz gekommen sind? Am Anfang, zu Beginn, war das für mich so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es so grün ist überall, dass die Luft schön ist, dass es nette Menschen. Ja. Ja, aber die erste Enttäuschung war, als ich angefangen habe, mich mit Österreichern zu unterhalten, weil ich habe in Ägypten
gutes, altes Hochdeutsch gelernt. Und ich habe kaum den österreichischen Dialekt verstanden am Anfang. Es war ganz schwer und ich, nach jedem Satz sollte ich immer nachfragen, was gesagt wurde, bitte auf Hochdeutsch, weil ich das nicht verstanden habe. Und ich habe gemerkt, dass es ein bisschen schwer ist, wenn man die Sprache nicht kennt, sich zu integrieren. Aber ich glaube, jetzt geht es ein bisschen besser. Ja, der Dialekt ist eine Herausforderung, das glaube ich. Ihnen. Ja. Was braucht es aus Ihrer Sicht, oder Sie leben jetzt wie lange sind Sie jetzt in Oberösterreich? 3 Jahre. Seit 3 Jahren. Was denken Sie, welche Argumente können oberösterreichische Unternehmen oder was kann Oberösterreich nach außen kommunizieren, um Fachleute nach Oberösterreich zu holen? Was ist unser Benefit? Was spricht für uns? Ich glaube, dass es viele Faktoren gibt, die junge Leute zu einem Ort anziehen. Einer von denen sind die Arbeitsmöglichkeiten, wie gut sie bezahlt sind und ob die Leute dann eine Möglichkeit, sich zu entwickeln haben. Gute Universitäten sind auch eine Attraktion für junge Leute, besonders wenn die Kurse dann auf Englisch unterrichtet werden, weil die meisten Englisch können und nicht Deutsch. Ich finde auch, dass die neue Wirtschaft sehr auf Kreativität, Innovation, Entrepreneurship basieren. Und diese, wie Professor Buchberger in seinem Vortrag erwähnt hat, können in einem urbanen Lifestyle prosperieren. Und es ist auch wichtig, wie er immer erwähnt hat, das urbane und das ländliche Leben sozusagen zu umarmen. Also die Kombination aus Landleben und Stadtleben, ja. Plus Universitäten und plus gute Jobs. Und gute Jobs, genau. Und dann sind wir dort. Wunderbar, vielen Dank. Danke sehr. Herr Thienhoff, ich darf Sie noch befragen. Sie sind Südafrikaner, sind seit Anfang November bei Conrad Elect in Oberösterreich tätig. Sie waren vorher schon in Österreich, haben Sie mir gesagt. Bevor Sie nach Österreich gekommen sind, was haben Sie von Österreich gewusst, beziehungsweise was haben Sie von Oberösterreich gewusst? Ja, guten Tag. Ja, auf jeden Fall habe ich einen großen Vorteil. Ich habe ja Eltern, die ausgewanderte Österreicher sind. Mein Vater hat damals in 1970 für Siemens gearbeitet und ist nach Johannesburg gezogen. Ja, so das ist in die andere Richtung. Ja, so. Was ist das Ganze hier, warum ich eigentlich persönlich hier in Österreich, Oberösterreich, habe ich ja natürlich die Statistik ein bisschen angeschaut, ich liebe ja Kennzahlen, das ist deswegen auch mein Beruf. Land Oberösterreich, auch habe ich natürlich da online angeschaut, das Ganze, die Arbeitslosigkeit, natürlich ist ein Faktor, die ich in meinem Alter schon ein bisschen berücksichtige. Dann natürlich, Oberösterreich kenne ich ja von... Natürlich, weil ich ein bisschen Österreich mich relativ gut auskenne. Ja, Nähe Salzburg ist sehr wichtig. Nähe die Seen auch natürlich so, dass wieder, wie wir zurückkommen, das Lifestyle, wie man wirklich da das ausleben möchte. Ja, nicht nur das. Ich glaube, das in Hintergedanken mit Deutschland so nah an Oberösterreich ist auch ein riesiger Vorteil. Ich meine, sehr viele Gesellschaften haben natürlich da sehr enger Kontakt, unsere eigene Firma. Fahren ja fast da täglich Leute raus nach Deutschland, nach Hirschau. So die Nähe zu Deutschland, die eigentlich die Großmacht in Europa ist, macht auch natürlich da einen Riesenvorteil. Wie würden Sie denn, also Südafrika haben Sie auch lange gelebt und auch gearbeitet, wie würden Sie den Unterschied jetzt beschreiben, wenn man sagt, wir legen die beiden Länder nebeneinander, gibt es ein paar so Schlüsselunterschiede, wo Sie sagen würden, daran kann man es eigentlich ganz gut festmachen? Ja gut, in Position als Finanzleiter tue ich mich sehr schwer in Österreich generell, weil in Südafrika, wir sind nicht so Spezialisten, wir sind so, ja, wir sind mehr so administrativ, wir machen alles. Da in Österreich ist Controlling abgekapselt, da ist Rechnungswesen abgekapselt, HR ist abgekapselt
ob ich in, wie ich in Rumänien gearbeitet habe, habe ich alles zusammen gehabt. In Südafrika aber das Gleiche. Ich habe ja nicht da, habe ich nicht 3, 4 verschiedene Bereiche gehabt. So vom Arbeitsumfeld ist es ganz unterschiedlich aufgeteilt in Österreich. Man geht mehr genauer, man versucht halt so Spezialisten aufzubauen, wo wir natürlich mehr General Allrounders aufbauen. Das ist ein bisschen ein Unterschied vom Arbeitsumfeld. Natürlich, ja, kann man so dafür und dagegen sprechen, wie man möchte, natürlich, mhm, an dieser Seite. Mhm. Und im Endeffekt, also wenn Sie jetzt nochmal, sind schon eine Zeit lang oder leben schon eine Weile in Oberösterreich, gibt es bestimmte Argumente, die Sie persönlich jetzt für Oberösterreich sehen? Wenn Sie mit Ihren Kollegen sprechen, vielleicht in Deutschland? Ja, ich meine, ich habe auch in Deutschland, in Würzburg gelebt und in Kitzingen gearbeitet. Ja, das muss ich ehrlich sagen, ja, Oberösterreich, ich muss mich eigentlich noch ganz zurechtfinden in Oberösterreich. Diesen urban Lifestyle, wie wir jetzt heute angesprochen haben, das Thema ist bei mir so ein All-Inclusive-Package. Da möchte ich meinen Job haben, da möchte ich meine gute Schulen haben, da möchte ich natürlich meine Religionssachen machen können, da möchte ich mein Sport natürlich ist sehr wichtig, Ausprägungen, die Freizeit, die Kultur, das ist ja ein All-Inclusive, man kann das nicht trennen. Wenn man so junge, so wie sagen, so ganz, so, ich bin ja schon Mittelalter, würde ich mir klassifizieren, also ich habe Familie, ich suche ja ein bisschen mehr. Ich bin ja auch nicht, dass ich im Stadt leben möchte, ich möchte ja unbedingt eigentlich ein bisschen mehr am Land, wo meine Kinder ein bisschen Platz haben, wo ich ein bisschen mehr so, ja, dass beide kombinieren kann, das suche ich persönlich. Und das kann man auch generell in Österreich generell finden, in Oberösterreich natürlich mit Linzer Stadt, Wels. Mhm. Ich bin sehr oft in Steyr, muss ich ehrlich sagen, ich liebe Steyr, es ist eine sehr wunderschöne Stadt, obwohl es historisch wahrscheinlich gar nicht so guten Hintergrund hat, wenn man Steyr historisch ansieht. Natürlich so mehr Industriestadt ist, aber jetzt gibt es nur gute Sachen, man redet über Steyr. Ja. So, man kann wirklich so sagen, ja, das Gesamtpackage ist sehr wichtig, dass man bleibt. Ja, ja. Hm. Und eine Sache, was man nicht vergessen darf, zum Beispiel ich arbeite 10 Stunden, sagen wir, in die Firma. Meine Frau, die nach Österreich gekommen ist, sie redet hauptsächlich Englisch oder nur Englisch eigentlich. Sie hat jetzt begonnen natürlich. Für ihr ist es sehr schwierig. Die Integration ist schwieriger, denn was ich das habe. Ich habe es leicht. Ich habe einen Job, ich habe Beschäftigung. Die Frau hat das Problematik, die Kinder haben es Problematik, die müssen sich integrieren. Ich brauche nicht integrieren, ich habe ja einen Job, ich mache ja Tätigkeiten. Mein Tag vergeht relativ gut und flott. Mhm. Da, man muss ja auch den Umfeld für die anderen, besonders für die Familien auch unterstützen. Mhm. Vielen herzlichen Dank, das ist ein Package, aber es ist relativ komplex und man kann es nicht einfach nur was festmachen. Wunderbar. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, dass Sie am Podium bei uns dabei waren. Ich mache es jetzt kurz, die Zeit läuft. Vielen Dank, Herr Buchberger, vielen Dank, Herr Thienhoff, vielen Dank, Frau Radi, Melinda Ademi und Maximilian Ortner. Herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie heute Abend bei uns waren. Sie sehen, das Thema ist an und für sich sehr komplex. Es ist Kombination aus Bildung, Arbeit, Sprache, der Kreuzungspunkt Oberösterreich, Nord-Süd-Achse, Ost-West-Achse, nicht zu vergessen und natürlich die Kombination aus dem Land und aus dem Stadtleben, das wir anbieten können. Ich glaube, wir machen das alles zum attraktiven Standort. In diesem Sinne, gehen Sie raus und reden Sie drüber und ganz wichtig, nehmen Sie die Zettel bitte mit raus und werfen Sie sie in die goldene Box.